Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Dark Chronicle. Wir sind hier im Schwebetal und gehen jetzt zum Sternlicht Canyon, der dort ist, oder? Also, er müsste dort sein. Ja, Sternlicht Canyon. Und so sieht das Level aus, mit mehreren Ebenen hier natürlich. Wahnsinn. Also das Level ist riesig. Ich guck mal, ab wann die Sportart kommt. Oder das gucke ich, glaube ich, erstmal. Ach, das gucke ich, wenn ich die Aufnahme beendet habe, gucke ich mal nach. So. Drauf los. Besiege alle Gegner nur mit dem Ride-Pod. Yay! Eine kleine Pissaufgabe ist es. Wir bekommen jetzt schon die Aufgabe, mit einem Ride-Pod alle in den Allerwertesten zu treten. Oh. Und wir werden von einem Adler getragen. So, Monika, du hast leider nichts zu sagen. Denn das ist Maximilians Gebiet hier. Und der ist vom Ride-Pod. Ah, okay. Der kann mir nix. Ach komm, fahren wir einfach mit dem Ding hier durch. Alter! Alter! Was geht denn mit dem? Boah! Macht er meine Maschine gleich kaputt hier? Ach komm, ich laufe hier einfach mit Max durch. Kiste. Die Kisten sehen auch sehr geil aus. Also ich muss generell sagen, dass sie sich fürs Design immer was Neues einfallen lassen, ist der Hammer. Nein. Reparaturpulver gleich mal benutzen, auch wenn wir noch nicht wirklich brauchen. Schnell dahin fahren, schnell, komm, 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 komm. Ja. Und die Kiste öffnen. Die Trophäe für 200 Gegner ohne zu sterben habe ich übrigens schon, also da brauche ich mir jetzt keine Sorgen zu machen, dass mein Ride-Pod zum Beispiel einen Geist auf... Oh, den kennen wir doch auch, den Bock. Sind diese Speedster. Ah, Moment mal, wir haben ja schon den Kristall zum Sehen, wo die Gegner sind. Ah, ich merke gerade, wir brauchen was Schnelleres als die Raupe. Viel Schnelleres. Wenn ich sowas habe, dann kann man nämlich damit schön die Zeitaufgaben lösen. Ach, wenn man die schnell erledigt, ist das auch kein Problem. Boah, hier kriegt man schöne Erfahrungspunkte, das ist geil. Und Items. Items sind auch wunderbar. Sowas wie Bomben und so, wenn man mal mit Gegenständen töten will oder so. Verteidigen? Nein, kann ich nicht mehr. Ne?
Ah, das sind diese Montag und so Gegner. Kennt ihr die noch? Wenn nicht, dann schaut euch meinen Dark Cloud Let's Play an, das ich hier vorgemacht habe. So, ich fahr mal zurück, um die anderen Gegner hier umzuhauen. Ich achte auch dabei auf meine Energie. Also viel Erfahrungspunkte kriegt man hier auf jeden Fall. Okay. Jetzt haben wir ein Problem. Dreh dich um. Schieße ich dir in deinen fetten Wanst. Hintern. So, Fleischbrocken. Ah, das ist der Torschlüssel, okay. Da die Gegner jetzt weiter weg sind, dann laufe ich mal mit Max ein bisschen rum. Ich werde hier auf jeden Fall auch viel leveln und ich muss unbedingt mehr Dark Cloud hochladen. Nur zweimal in der... Na, zweimal in der Woche ist ein bisschen wenig. Ich hasse es im Voraus aufzunehmen. Na komm, dreh dich. Ich will dir in deinen Arsch schießen. Okay. Das wird nicht mehr möglich sein. Na. Ah, hör auf mich zu schieben, Mann. Jetzt da hoch. Die Maskierten sind richtig ätzend. Oh, rosa Farbe. Und hier ist was zum Heilen, aber nicht für den Ridebot. Der Ridebot geht leer aus. Wenn es um Heilen geht. Insofee und schön. Da oben ist auch erst der Geostein. ABS. Oh! Hoho! Die Münze ist wichtig. Setzen wir gleich zwei ein. So, dann gehen wir mal rüber hier. Oh, das ist ein starker Stoff. Max, du sollst auch keine Drogen nehmen. So, machen wir erstmal die Gegner platt. So, das waren sie alle. Ridebot-Ziel erreicht. Das war ja keine schwere Aufgabe. Nur Ridebot-Ziel erreicht. Oh nein. So. Und dann holen wir uns den Gegenstand ab.
ist aber ein guter Ort, um halt Sachen zu leveln. Ich muss unbedingt meine Knarre leveln. Ihr seht ja, die Knarre ist nicht gerade stark. Oder wenigstens diesen Klaueffekt wäre nicht schlecht. Obwohl, mit dieser Raubmünze können wir eigentlich eine Raubarmband erfinden. Wo haben wir das Fleisch? Da ist es. Der Köder ist über dir. Der Kondor ist über dir. Der Köder, genau. So, speichern. Das war ein recht kurzes Level eigentlich. So. Besiege alle Gegner nur mit Monsterwandel. Oh. Holy crap. Aber machbar. Denn Lynn really seemed to be suffering. When I saw her like that, Mother, I remembered back to when you nursed me when I was sick. Mother, am I going to die? Don't be silly. Of course you won't die. But my head, it feels so faint. It's too late, Mother. Call a priest. Don't worry, sweetheart. Just rest and you'll feel better soon. And anyway, it's the priest's day off today. So if you don't hang on a bit longer, you won't be able to go to heaven. What? That stinks. Aww. Das ist das erste Mal, dass wir ihr Gesicht gesehen haben. Wir sind ja auf der Suche nach der und... Oh. Oh. Drakos. Nein. Ah, das sind richtig üble Gegner, die Gamrons. Und die soll ich mit Monsterwandel töten? Oh. Warte mal. Monster. Monika. Wir müssen ein anderes Monster ausrüsten. Welches Monster? Wo war es denn? Monster. Ich glaube nicht, dass wir das schaffen, aber wir können es ja mal versuchen. Marke prüfen. Status prüfen. Ach so, wir können auch Klebesaft machen. Ich mache mal einen auf Nahkampf. Ich Idiot. Monster. Monika. Wieso? Gerade gegen so eins? Willst du mich verarschen? Wie soll ich? Ich will das Monster wechseln. Den da. Nee, das schaffe ich mit. Das schaffe ich nicht mit dem Level. Also ich muss mit stärkeren dann wiederkommen. Monika. Ach, Monikas Lebensenergie ist das auch noch scheiße. Hm.
ich muss mal ein bisschen mehr mit Max spielen, weil ich glaube, seine Waffe ist... Da... Noch nicht so weit. So. Kann es sein, dass es immer von unten nach oben geht hier? Ah, ich versuche mal hier. Ihr seht schon, warum ich sie fürchte. Oh ja. Es sind richtig gefährliche Badass-Dreckskerle. Alter, ich muss unbedingt... Ne. Ich glaube, nach diesem Level fange ich an, erstmal die Nebensachen zu leveln. Also, ihr habt gesehen, also mit dieser... erstmal hin. Die Gamrons kann man, glaube ich, am besten mit der Magie vom Armband fertig machen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das wirklich der Fall ist. Aber die sind so schnell, die sind... Deswegen ist der Vorgänger auch leichter. Weil man hatte Zeit für sowas. Du kannst die Magieraubklinge verwenden. Fertigkeit Magieraubklinge erlaubt es dir, die Energie von Elementarangriffen wie Feuer beim Abwehr aufzunehmen. Beim Angriff verwandelt sie sich in Magie. Die Energie eines Elements kannst du immer weiter aufladen, nimmst du aber einen anderen Elementartyp auf, verlierst du die ganze Ladung. Wie viel Elementarenergie du absorbieren kannst, hängt von der Haltbarkeit deiner Waffe ab. Ah, stimmt, da oben. Ah, jetzt verstehe ich. Das ist nur bei dieser Waffe momentan so. Um absorbierte Elementarenergie aus als Magie abzugeben, drücke L1, während du mit R1 abwehrst. Kann er mal aufhören? Ach! Aber das Problem ist, wenn ich den so töte, kriege ich für beides. Alter! Das ist eine fucking Elefant. Das schafft nur der Rideboard. Oh, Farbe schwarz. Elfas! Danke für die Erfahrungspunkte. Also diese elementaren Gegner, ich glaube, ich habe deren Schwachpunkt jetzt entdeckt. Und zwar ist es Monika. Monika ist der Schwachpunkt dieser elementaren Gegner. Und so lässt sich auch der Armreif leveln. Weil beides bekommt Energie.
Nein! Gekriegt. Ordentlich Schaden durch die Pistole, also töte ich ihn damit. Wow. Wenn ich bedenke, dass ich vorher gar nichts, dass ich vorher zu viel hatte und jetzt fast gar nichts, ja, was heißt ich fast gar nichts? Hä? Okay. Ja, dann. Ach komm! Du triffst mich ja überall. Ich will aber die Pistole leveln und nicht... Ich weiß hier echt nicht, welche Gegner mit der Pistole am einfachsten sind. Also ich glaube, dafür brauche ich wirklich die fliegenden Gegner. Also fliegende Gegner wie Fledermäuse sind mit der Pistole zu erledigen. Aber hier gibt es kaum fliegende Gegner. Hier gibt es nur sowas. Es geht wilder. Na? Alter, dadurch kriege ich noch Schaden. Wahnsinn. Also den Ausgang haben wir gesehen. Sehen wir. Da oben. So. Rideboard Energie. Monika, your turn. Komm an dran. Alter. Na los. Eins. So kann man es auch machen. Nein! Scheiße. Bleibt mir nichts anderes übrig, als alles mit den Rideboard am besten abzuschließen. Was? Oh. Denn manche Gegner sind richtig stark hier und Banane. Monika hat's erwischt. Na super. So, abhauen tun wir hier aber noch nicht. Ich bin ein bisschen angefressen darüber, dass Monika es nicht überlebt hat, nur weil ich mich wegbewegen wollte. Voll krass, also die... Da klaut man auch nur einfacher, weil die damals nicht so schnell hintereinander schießen konnten. Die Gegner. Fetter Sack, du. Fall um. So, Level up. Ein Level up tut unserer Waffe gut. Ja.
Okay, drei Gegner für den Riot Board. Oh nein. Er hat mich gesehen, na super. Jetzt hat er mich nicht gesehen. So. Zuckerrohr. Ich liebe es, wenn ich solche Gegenstände finde und dann gleich so viele. Ja, die sind ja auch nicht viel wert. Boah, rein da. Monika kann man hier nicht holen, ja. Ich weiß, die ist kaputt. Macht aber nix, macht aber nix. Dafür können wir mit Max ja noch hier ja einiges anrichten. Solange Max noch nicht tot ist, ist alles okay. Ach. Tja. Okay, hier nehmen wir wieder Rideboard, weil diese Gambons sind einfach. Kann man nur mit Monika töten. Also effektiv töten. Boah, ich rüste gleich den Rideboard wieder auf. Das ist der Wahnsinn, was man hier als Erfahrungspunkte so kriegt. Der Wahnsinn. Wenn wir es jetzt noch schnell schaffen, dann ist der Part auch nicht zu lang. Na, ich denke mal, wir machen zwei Parts raus. Auch wenn der erste dann nicht so lang ist. Aber wenn ein Level mal länger dauert als das andere. Besser lieber kurze Parts machen. Habt ihr mehr von? Denn in der Würze, in der Kürze liegt die Würze so. Ich denke mal, ich werde jetzt hier gleich mal ein bisschen leveln. Das geht gar nicht. Aber ich denke mal, ich mache noch, ja, zwei Level oder so.